3-0. Gut. Klarer 2-3-0 Sieg. So, Dennis, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Tor. Es war ein relativ entspanntes Derby nach relativ schnellen Toren. Du warst nicht ganz unbeteiligt. Ja, also ich denke, es war wichtig, dass wir früh das erste Tor geschossen haben, dass wir die Weichen stellen konnten für den Sieg. Und da haben wir uns gesagt, sicheres 2 und 3 nur noch machen und dann das Ding hier runterspielen. Wie hast du die Stimmung empfunden heute? Die Stimme Welt, also schon, wo du reingekommen bist beim Auflaufen, hast du gesehen, die Fans haben sich was ausgedacht, eine Choreo und das ganze Stadion war voll und das, da gehst du natürlich gestärkt in das Spiel. Jetzt haben wir Hertha vor der Brust, an Halberstadt, nächsten zwei Spiele. Schauen wir mal, wie es rauskommt oder wie gehen wir das an? Wieder ein bisschen Larifari oder richtig ernsthaft wie immer? Wir gehen jedes Spiel von vorne, geht bei Null los und wir gehen wieder konzentriert ins Spiel, weil jedes Spiel ist für uns jetzt wie ein Endspiel, wenn es um den Aufstieg geht. Alles klar. Jetzt ein bisschen feiern oder? Nee. Nee, morgen geht es schon wieder weiter mit Training vorbereiten. Wir haben noch zwei Tage bis zum nächsten Spiel und dann. Also, auf und. Danke! Wieder!
Marco, Glückwunsch zum Sieg. Es haben mir schon Leute gerungen, so ein bisschen, spaßeshalber. Wann schießt er denn endlich mal sein 9. war es, glaube ich, Tor? Du hast wechselhafte Wochen hinter dir. Wie wichtig war das Ding im dritten Anlauf dann? Ja, ich denke für mich persönlich, die Tore sind immer schön. Aber naja, als Sechser nicht so wichtig. Natürlich, wenn man 8. schon gemacht hat, hat man auch das Ziel, in der Saison vielleicht noch zweistellig zu kommen. Ich bin aber realistisch, dass ich auf meiner Position nicht der bin, der hier 15, 20 Tore macht. Insgesamt Wort zum Derby, Stimmung sensationell, Überlegenheit, eigentlich genauso. Ja, das Publikum war überragend, das hat richtig Spaß gemacht. Die Fans, die waren 90 Minuten dabei, die haben immer gesungen, das kriegt man auch mit. Der Gegner war heute erschreckend schwach, muss man einfach so sagen. Und wir haben es dementsprechend gut ausgenutzt und das Ding klar über die Bühne gebracht. Erst Preußen Magdeburg geschlagen, jetzt den 1. FC Magdeburg geschlagen, jetzt kommt Hertha. Ausblick. Ja, ich denke, wir werden auf eine spielerisch sehr starke Mannschaft treffen. Das wird ein anderes Spiel als heute. Hertha wird versuchen, das Spiel zu machen. Wir müssen gucken, dass wir bis dahin wieder frisch sind, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe kommen. Solche Mannschaften schlägt man, indem man sie unter Druck setzt und die Fehler ausnutzt. Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend.
75. Spielminute. Letzter Wechsel. Rot-Weiß, letzter Wechsel in dem Spiel aus dem Eisberg 10. Wir sagen danke dem Hochschutz 1 zu 0 und unser Nummer 16. Tschüss! Und dann weiter noch in einem Wunder und auf dem Platz für den Spielminute. Unsere Nummer 21. Endstand HSV 2 gegen Havese 2 zu 0.